Jetzt ist es aber auch die Rede von einem Versagen der Politik. Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement von der österreichischen Regierung, vielleicht auch im Vergleich zu den Regierenden in den USA? Ich glaube, ja, das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil wir wissen nicht, was die Kosten eines Lockdowns wirklich sind. Und die Kosten sind natürlich wirtschaftlich, aber auch medizinisch. You know, dass zum Beispiel manche Leute, die normal ins Krankenhaus gegangen wären oder behandelt würden für einen Herzinfarkt, die gehen vielleicht nicht zum Krankenhaus. Und deshalb sind die Kosten wahrscheinlich größer, als wir das vermuten. Aber es gibt keine, ich würde nicht sagen, es gibt eine richtige und eine falsche Politik. Es ist einfach anders. Und wir werden das wahrscheinlich in 5 Jahren, wenn wir mal zurückschauen, dann können wir sagen, ja, es war die richtige oder die falsche Politik. Mhm.